Guck mal hier, ich mache einen 3003-Song in nur 50 Sekunden. 3003 ist so nice. Und guck mal hier, ich generiere Fotos in fast Echtzeit. Und guck mal hier, ich chatte mit alten CT-PDFs. Ja, in diesem Video zeige ich euch einfach mal meine 5 aktuellen Lieblings-KI-Tools. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da zumindest 1, 2, 3 dabei sind, die ihr noch nicht kennt. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internet-Surfer, ja, wogegen KI noch nicht so richtig hilft, ist Werbung, aber ein VPN kann da helfen. Wusstet ihr nämlich, dass man bei vielen Websites keine Werbung bekommt, wenn man sich über ein VPN nach Albanien tunnelt? Das geht zum Beispiel mit NordVPN und die sponsern auch dieses Video. Danke dafür. Und viele Geräte kann man ja auch nur in den USA kaufen, da ist es auch ziemlich praktisch, sich da mal kurz hin zu VPNen. Und auch sparen, zum Beispiel beim Flügebuch. Je nach Land, in dem euch die Flugbuchungswebsites verortet, werden euch andere Preise angezeigt, kann man richtig Geld mitsparen. So wie beim NordVPN 2-Jahres-Abo mit unserem Buchungscode CT3003. Wenn ihr über nordvpn.com/CT3003 bucht, kriegt ihr 4 Monate gratis obendrauf und das Ganze mit 30 Tagen Geld-Zurück-Garantie. Werbung Ende. So, jetzt geht's aber los mit den KI-Tools. Tool Nummer 1, Udio. Der Musikgenerator. Ja, ich weiß, das ist kein Geheimtipp mehr. Vielleicht nerven euch auch schon die Udio-Songs, die ihr überall hört, aber ich wollte das trotzdem unbedingt hier ins Video reinnehmen, weil ich das Ding einfach absolut faszinierend finde. Und unglaublicherweise ist es bislang auch noch kostenlos. Man geht einfach auf udio.com, macht sich einen Account und gibt dir dann einfach den gewünschten Stil ein und optional auch den zu singenden oder rappenden Text. Und zack, fertig. Dauert einfach nur ein paar Sekunden und dann gibt es zu jedem Prompt auch gleich 2 Songs zum Auswählen. Es werden immer 2 gleichzeitig generiert. Ja, und hört mal hier, ich habe da einfach mal so einen Gaga-Loblied-Text auf 3003 geschrieben. Ich gucke 3003 bei jeder Gelegenheit, egal ob ihr dafür oder dagegen seid. Und da macht Udio zum Beispiel das draus. Ich gucke 3003 bei jeder Gelegenheit. Egal ob ihr dafür oder dagegen seid, ich gucke 3003, geht's mir gut oder schlecht. Und ich finde das ultra krass. Und man kann sogar Stand-up-Comedy faken mit Udio. Hier habe ich einfach mal 3 von meinen so halblustigen Wortspielen eingegeben und das macht Udio dann da draus. Was tun Emsländer in ihren Mojito? Limetten! Was für Musik hören Einbrecher am liebsten? Deep House! Was ist das Gegenteil von ästhetisch? Trinkkaffeestuhl! Ja, also ich finde es ultra gut irgendwie und ich finde es auch wirklich beeindruckend, dass das nichts kostet und man im Monat 600 Songs generieren lassen kann, kostenlos. Und natürlich trainieren die da gerade ihre KI mit, also ich bezweifle, dass es kostenlos bleibt. Und es fallen einem auch, wenn man länger mit Udio rumspielt, dann so ein paar Problemstellen auf. Zum Beispiel klingt R&B auf Deutsch immer so wie Xavier Naidoo. Guck, 1003 bei jeder Gelegenheit. Und das geht tatsächlich mit dem Udio-Konkurrenten Suno besser. Juge 3003 bei jeder Gelegenheit, egal ob ihr dafür oder dagegen seid. Und auch bei deutschem Rap hört sich Udio immer etwas oldschool nach Fanta 4 an. 3003, geht's mir gut oder schlecht, guck ich. Aber so moderneren Trap-Kram. Erstmal 3003, Butterbrot fällt auf die geschmierte Seite. Erstmal 3003, Leute meckern rum. Ja, das scheint Udio nicht zu können. Und auch das macht Suno besser. Insgesamt hat uns Udio aber trotzdem besser gefallen, weil wir die Songs hier musikalisch irgendwie ein bisschen besser fanden. Und auch wenn mich Udio und Suno und Co. wirklich geflasht haben und ich super gerne damit rumspiele, macht mich das auch alles irgendwie schon traurig. Ich komponiere und produziere selbst gern Musik. Ich war da immer irgendwie stolz, wenn ich da mal wieder was hinbekommen habe, dass ich halt was machen kann, was irgendwie wie ein professionell produzierter Song klingt.
bringt. Und ab sofort ist das alles absolut nichts Besonderes mehr. Da können das alle. Muss man nicht lernen, da muss man sich keine Mühe geben, sondern kann einfach jeder. Also auch wenn ich, sagen wir mal, zum Geburtstag von einer Freundin ein Lied komponiere, dann werden vermutlich in Zukunft alle denken, na, hat Keno ja nicht selbst gemacht, da hat er einfach mal eine KI eingegeben. Also so ein eigener Song ist jetzt halt schlagartig nicht mehr besonders viel wert. Das finde ich schon bisschen schade. So ist es halt, ne? Und trotzdem gerne eure Lieblings-Yudio- oder Suno-Kreationen als Kommentar posten, damit YouTube das nicht löscht. So am besten nur die ID posten. Also bei Yudio ist das zum Beispiel das hinter dem Schrägstrich, hinter Songs und dann dem Schrägstrich. Tool Nummer 2, SDXL Turbo. Echtzeit-Bildberechnung. Ja gut, das ist jetzt vielleicht kein Tool, was man täglich für sinnvolle Dinge benutzen kann, aber ich finde, das ist zumindest ein cooler Zaubertrick, mit dem man Leute ein bisschen beeindrucken kann. Das hier ist SDXL Turbo, ein Bildgenerierer, der hier lokal auf meiner Grafikkarte läuft. Turbo ist ziemlich wörtlich zu nehmen, denn eine Bildberechnung dauert weniger als eine Sekunde. Guck mal, nach jedem eingetippten Buchstaben gibt es ein neues Bild. Sobald ich Tomat eingegeben habe, kommen da Tomaten. Ab Tomatensalat kommt dann, ja, Tomatensalat. Und ab Tomatensalat Brot, dann halt Brot mit Tomatensalat drauf. Es gibt auch Leute, die dazu Bruschetta sagen, aber ich würde sagen, das ist Tomatensalatbrot. Also, dass es so schnell ist, liegt vielleicht auch daran, dass ich eine einigermaßen schnelle Grafikkarte in meinem Rechner habe. Aber das geht auch mit langsameren recht schnell. Installieren könnt ihr SDXL am einfachsten mit Pinocchio. Das ist so eine Open-Source-Software, mit der man aktuelle KI-Tools sehr einfach installieren und starten kann. Einfach nach der Installation hier auf Discover gehen und da dann SDXL eingeben, draufklicken, dann Install, dann ein bisschen warten und dann auf Open Web UI und dann öffnet sich das Ding im Browser. Tool Nummer 3, IDM VTON. Klamotten virtuell anprobieren. Ich persönlich bin irgendwie nicht so der größte Shopping-Fan, also so Anziehsachen in einer engen Kabine anprobieren, ist nicht so meins. Deshalb finde ich dieses Tool ziemlich vielversprechend. Damit kann man ein Foto von einer Person nehmen, also hier von mir zum Beispiel, und ein Foto eines Kleidungsstücks. Zack, hier. Und nach einem Klick auf Try On wird das Kleidungsstück da dann mehr oder weniger realistisch virtuell angezogen. Und ja, ich finde das einigermaßen überzeugend. Hier mit dem Minimaus-T-Shirt, also würde ich jetzt auch im ersten Blick nicht erkennen, dass das nicht echt ist. Also ist halt ein bisschen weird, dass die KI meint, ich hätte da so Tattoos überall. Aber richtig gut finde ich, dass das meinen Körper irgendwie versteht. Also dass mein natürlich minimaler Wampenansatz, der wird damit eingerechnet. Ja, und übrigens hat Photoshop seit kurzem in der Beta-Version auch so eine Bildreferenzfunktion. Ihr könnt da also auch was markieren und dann ein Bild hochladen und sagen, mach das da mal rein. Und ganz klar, Photoshop hält sich bei weitem nicht so genau an das Referenzbild wie IDM V-Ton, der bastelt da irgendwelche komplett anderen Sachen rein. Also das hat Minimaus echt nicht verdient. Aber IDM VTON ist natürlich auch noch lange nicht perfekt. Er macht schon viele komische Sachen. Aber mit gutem Material klappt es echt schon okay. Übrigens kriegt ihr das auch über Pinocchio, genauso wie SDXL Turbo. Ja, und generell muss ich sagen, dass ich davon ausgehe, dass diese virtuelle Anzieherei über KI eine Standardfunktion von Mode-Online-Shops werden wird, weil es einfach praktisch ist. Und die Technik ist natürlich bei weitem noch nicht da, wo sie für produktiven Einsatz sein muss, aber das dauert nicht mehr lange, bin ich mir ziemlich sicher. Tool Nummer 4, GPT-4All mit eigenen Texten chatten. Genau genommen haben wir GPT-4All schon mal bei 3003 vorgestellt. Das ist ja so ein Tool, das Open-Source-Sprachmodelle lädt und man dann mit denen so ChatGPT-mäßig chatten kann. Nur, dass das Ganze eben lokal und nicht in der Cloud stattfindet. Ja, aber GPT-4All hat eine Funktion, die nicht so bekannt ist, denn es unterstützt nämlich das sogenannte Text-Embedding. Damit kann man einfach ein oder mehrere Ordner mit Texten in unterschiedlichen Formaten auf die Software werfen, ja, und dann kann man damit chatten. Ich habe das mal mit drei alten PDFs des CT-Magazins versucht und ja, das klappt auf jeden Fall besser als mit allen anderen Tools, mit denen ich das bislang versucht habe. Unter anderem habe ich das neulich mal mit Chat with RTX von Nvidia ausprobiert und das ist völlig unbrauchbar mit externen Dokumenten. Also GPT-4All konnte mir einige sehr konkrete Antworten auf irgendwelche Sachen geben, die es nur aus diesen Heften wissen kann. Zum Beispiel, wie fand CT den Oryx 1? Was hat Nixdorf auf der Systems 83 vorgestellt? Die Antworten waren zwar manchmal auf Englisch, obwohl ich immer darum gebeten habe, auf Deutsch zu antworten, aber ja gut, Schwund ist überall. Das geht auf jeden Fall in eine interessante Richtung und ja, also zumindest ich will das gerne, dass ich einfach PDFs irgendwo hinwerfen kann und Fragen dazu stellen kann.
bisschen Reifezeit braucht das aber auch noch, aber dann wird das bald sicher sehr gut funktionieren. GPT4All läuft auf Windows, Linux und macOS und für die Embeddings müsst ihr hier auf dieses Speichersymbol klicken, dann auf Download, dann ein sogenanntes Embedding-Modell herunterladen. GPT4All empfiehlt S-Bird. Ja, und dann da auf Download, dann das Fenster zumachen, dann könnt ihr einfach hier auf Browse gehen, den Ordner mit euren Texten auswählen und dann einen beliebigen Collection Name eingeben. Dann auf Add klicken und wenn ihr das Fenster dann zumacht, seht ihr, wie die Dokumente indiziert werden. Das dauert einen Augenblick, aber sobald das durch ist, wählt ihr euer bevorzugtes Sprachmodell aus und könnt loschatten. Tool Nummer 5. DWK, Softwareentwickler KI. Agent. Ja, jetzt wird's richtig abgefahren. DWK ist die Open-Source-Version von Devin. Das ist ein KI-Entwicklungsagent. Man gibt dort in normaler Sprache ein, was man haben will und dann spuckt es das aus. Also richtig als Projekt mit mehreren Dateien. Die Dinge dürfen ja auch komplexer sein als zum Beispiel bei ChatGPT und DWK kann eben auch selbst Dateien anlegen. Das kann ChatGPT ja nicht. Wir hatten hier bei 3003 ja mal ein Video zu AutoGPT gemacht und DWK ist quasi eine deutlich fortgeschrittene Version davon. Mein erster Versuch war ein cool animierter 3003-Schriftzug in Python und wenn man die zweite 0 klickt, sollte ein Rick Astley-Video kommen. Beim ersten Versuch hat sich die Schrift nicht bewegt, aber beim zweiten hat es dann geklappt. Und ich finde interessant, dass DWK natürlich auch, weil es geht ja um Rickrolling, das richtige Video ausgewählt hat, nämlich Never Gonna Give You Up und nicht irgendein anderes Rick Astley-Video. Ja, und dann wollte ich noch ein Snake-Spiel programmiert haben, in dem die Schlange aus Dreien und Nullen besteht und die Pillen aus meinem Kopf, also aus Köpfen von Jan-Kino Jansen. Ja, es poppte dann auch direkt hoch, ob wir dazu die Rechte haben, die Fotos von ihm runterzuladen. Ich hätte dann gerne gesagt, hey, das bin ich und irgendwie meinen Personalausweis dahin gezeigt. Aber das geht natürlich nicht. Naja, DWK hat dann jedenfalls ein bisschen rumprogrammiert und am Ende kam dann auch was raus. Und was ich ziemlich beeindruckend fand, DWK hat sogar ein readme.md gemacht, also wie es auf GitHub üblich ist, wo dann so drin steht, was ist das hier, wie steuert sich das. Leider funktionierte das Programm aber nicht und auch nicht mal, als ich manuell ein Keno-Kopf-Bild hinzugefügt habe und selbst reparieren konnte DWK das auf mehrfachen Wunsch auch nicht selbst. Es endete dann in so einem ewigen Loop. Also hier muss auch noch einiges an Entwicklungsarbeit reingesteckt werden, aber faszinierend ist das wirklich allemal. Und auch DWK kann man übrigens mit Pinocchio installieren. Sobald es läuft, müsst ihr hier mal auf Zahnrad gehen, dann auf Edit und dann könnt ihr hier eure API-Keys für die Suchmaschinen und vor allem für die KI-Modelle angeben. Ihr könnt aber als Suchmaschine auch DuckDuckGo verwenden und ein lokales Sprachmodell über Olama, das ist so ein lokaler Sprachmodell-Server, laufen lassen. Ich habe hier Llama 3 mal probiert, dann braucht ihr keinerlei API-Keys. So, hier noch eine kleine Ergänzung kurz vor Upload dieses Videos. Ich habe noch ein bisschen mit DWK experimentiert und ehrlich gesagt nichts Brauchbares aus den Open-Source-Sprachmodellen mit Olama herausbekommen. Am besten hat die Programmierung dann doch mit GPT-4 Turbo funktioniert. Ihr seht hier gerade die Ergebnisse meines super coolen Snake-Spiels. Sieht ganz okay aus, hat aber auch nach vielen, vielen Versuchen nicht funktioniert, dass die Schlange die Pillen auch essen kann. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr was wirklich Sinnvolles aus DWK rausbekommen habt. Ja, das waren die 5 KI-Tools, die ich im Moment am aufregendsten finde. Wenn ihr noch gute Tipps habt, gerne in die Kommentare schreiben oder sonst auch immer gerne per Mail an 3003@ct.de. Wir freuen uns immer über Input. Ja, tschüss und happy KI-ing!